Ah, dieses Jahr werden wir gewinnen, nicht wahr, meine Schöne? Pass auf! Wie soll ich gewinnen, wenn du mit deinem Skateboard meine Zucchini überfährst? Onkel Jasper. Ist schon gut, Thomas. Es ist ja nichts passiert. Der Zucchini darf nichts zustoßen. Eine erneute Niederlage würde ich nicht ertragen. Stumpi hat mir letztes Jahr beim Wettbewerb den ersten Preis weggeschnappt. Es war furchtbar, aber dieses Jahr, das weiß ich, wird ganz Plätscherbach von uns schwärmen. Ja. Mag sein. Hallo, Elsie. Ich hab Getreide für Stumpi. Ist er da? Oh, er ist hier irgendwo, Jan. Aber er wird dich gar nicht richtig wahrnehmen. Naja, das ist ja nichts Neues. Oh, Jan, er ist irgendwo da hinten und kümmert sich um seine Zucchini. Er hofft, dass er auch dieses Jahr den Preis gewinnt. Ich fürchte, das schaffe ich nicht. Nicht dieses Jahr. Die sieht aber doch wunderbar aus, Stumpi. Ich glaube auch, dass der gewonnen hätte. Aber irgendjemand hat sich an ihm vergriffen. Sieht aus, als wären die Vögel auf den Zucchini-Geschmack gekommen. Ach, mach dir nichts draus. Aber wir müssen noch ein bisschen üben, das hast du doch nicht vergessen. Oh ja, wir müssen üben. Üben, sagt ihr? Was müsst ihr denn üben? Ach, das wirst du schon sehen. Bis später. Ah, ausgezeichnet, Thomas. Ein bisschen Wasser wird ihm gut tun. Pass doch auf. Ach. Entschuldige, aber das war ganz schön schwer. Ach, aber es ist ja nichts passiert, dem Himmel sei Dank. Ah, Jan, wie geht es Ihnen? Ah, seien Sie vorsichtig! Was ist denn? Meine Zucchini. Ich hätte keine Chance, Stumpi zu schlagen, wenn Sie draufgetreten wären. Tut mir leid, aber Stumpis Zucchini kann sowieso nicht mehr gewinnen. Was? Wieso? Stumpis Zucchini ist nicht mehr im Wettbewerb. Sie wurde wahrscheinlich von Vögeln angepickt. Oh. Also, großer Blauer, das hast du wirklich fabelhaft gemacht. Die Probe verlief traumhaft und morgen... So etwas hat Plätscherbach bisher noch nie gesehen. Oh, meine Zucchini, die hätte ich fast vergessen. So, ein bisschen frische Luft für dich. Gute Nacht. Bis morgen früh und dann der erste Preis. Ja. Oh, vielleicht gibt's hier doch einen Zucchini-Zerstörer. So, keine Angst, meine Schöne. Dir kann nichts passieren, wenn ich dich hier im Auge behalte. Nur nicht Zerstörung. Ich mach den ersten Preis. Ich hab die größte Zucchini. Ich möchte ein Käsebrot. Ich freue mich, dass alle hier sind, wenn ich meinen ersten Preis bekomme. Die größte Zucchini. Und der Zerstörer. Entschuldigen Sie, meine Damen. Nein, er darf nicht Fahrrad fahren! Also Stumpi meinte, es wären Vögel, richtig? Nun, erzählen Sie mir mal, wie das ein Vogel schaffen könnte. Nein, das waren ganz bestimmt keine Vögel. Das sieht aus, als ob da jemand draufgetrampelt wäre. Ganz genau. Das war der Zucchini-Zerstörer von Plätscherbach. Und damit nicht genug. Er hat mir einen von meinen Schuhen gestohlen. Wenn ich den jemals in die Finger kriege, dann würde ich nicht zögern, den... Es gibt sicher keinen Grund zum Lachen. Hier hat jemand einen gemeinen Anschlag auf meine Zucchini verübt. Ja, und der sitzt genau da. Was? Was fällt Ihnen? So was Dummes. Hören Sie, sehen Sie diese Fußabdrücke? Und all diese Brotkrumen? Und Ihren Schuh? Sie meinen, ich war es selbst? Sie müssen im Schlaf gewandelt sein, Herr Junker. Oh, im Schlaf gewandelt, nicht schon wieder. Käse vorm Schlafengehen essen soll komische Träume geben. Oh, ich wusste es, dieses Käsebrot zu essen war ein Fehler. Mal sehen, was Jan zu der neuesten Errungenschaft auf meinem Hof sagt. Er wird sicher gelb vor Neid werden. Hallo Lama, ich bin's, der liebenswerte Herr Junker. Also, was hältst du von einer tollen Schrubber-Rubbel-Bürstenmassage? Und schon geht's los, braves Lama. Ups, da ist ja ein kleines verklebtes Fellknäuel. Da muss ich wohl ein bisschen kräftiger bürsten. Augenblick, das haben wir gleich. Warum hast du denn das gemacht? Ah!
Hallo? Ich bin hier oben, Stumpi. Was machen Sie denn da oben? Mein Lama hat mich eben angegriffen. Was sagen Sie, hat sie angegriffen? Ach, ein Lama. Dieses Tier, das vor Ihnen steht. Oh, ich verstehe. Sie haben doch nicht ernsthaft Angst vor diesem flauschigen Tierchen. Seien Sie vorsichtig, Stumpi. Es kann Sie jeden Moment angreifen. Hallo, mein kleiner Freund. Du bist ja richtig niedlich. Also das Tier kommt mir recht freundlich vor. Könnten Sie sich vielleicht langsam von diesem Lama trennen, um mich hier runterzuholen? Tja, da muss ich Jan anrufen. Ich habe hier keine Leiter, verstehen Sie? Ich muss hier oben bestimmt wie der letzte Clown aussehen. So, mein süßes kleines Lama, wir hatten zwar einen ziemlich schlechten Anfang, aber wie wär's denn jetzt mit einer erfrischenden Dusche, was meinst du? Ah, oh, der Wasserstrahl ist zu stark eingestellt. Entschuldige. Nicht schon wieder. Igitt. Das nicht auch noch. Jan, könnte ich mir für ein paar Stunden Ihre Leiter ausleihen? Ich bin zu Hause am Malen und komme oben nicht an die Fenster und, Jan? Scheint nicht da zu sein. Der kleine rote Traktor wohl auch nicht. Tja, wenn er nicht zu Hause ist, würde er wohl nichts dagegen haben, wenn ich mir seine Leiter für ein Weilchen ausleihe. Ja, fertig. Alles repariert und wieder so gut wie neu. Wo ist denn die Leiter? Sie muss umgefallen sein. Oh, nein, sie ist nicht umgefallen. Sie ist weg. Alles in Ordnung, Stumpi? Ja, also, ich glaub schon. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Ah, da sind Sie ja wieder, Jan. Ich hoffe, es war Ihnen recht. Ich habe mir vorhin Ihre Leiter ausgeborgt. Ich habe sie gebraucht für meine Malerarbeiten. Sagen Sie, sind Sie gut drauf, Stumpi? Oh, ich bin heilfroh, dass ich nicht mehr drauf bin. Herr Junker, Sie haben die Leiter weggenommen? Ja. Warum? War das falsch? Tja, also ein klein wenig schon. Wissen Sie, Stumpi hat mein Dach repariert und kam da oben nicht mehr runter. Erst der kleine rote Traktor konnte ihn runterholen. Gütiger Himmel, es tut mir wirklich leid, Stumpi. Jan, wenn es irgendwas gibt, womit ich das wieder gut machen kann, Tja, da gäb's vielleicht was, Herr Junker. Geht's dir schon besser? Oh, viel besser, danke. Schön, wieder auf festem Boden zu stehen. Toll gemacht, kleiner roter Traktor. Euch beiden verdanke ich es, wieder hier unten zu sein. Es regnet wieder in Strömen. Ich wäre völlig durchgeweicht. Ja, ich möchte wissen, ob Herr Junker gut vorankommt. Oh nein! Wenn mich hier irgendjemand sehen würde, wäre ich erledigt. Ich könnte mich nirgendwo mehr blicken lassen. Ich finde, er macht seine Arbeit am Schornstein ganz ausgezeichnet.